Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Das ist der Stall, wo die Schafe waren. Da haben wir jetzt einen Teil der Mauer weggehauen. Da hinten haben wir jetzt einen Deckel drauf gemacht. Hier unten ist die Rotlichtlampe. Im hinteren Bereich haben wir Heu, im vorderen Bereich Stroh. Die Klappe kann man aufmachen. Dann kommen wir hier unten dran. So, und jetzt dürft ihr mal raten, wofür wir das gemacht haben. Wir sind selber total überrascht. Stine hat vorletzte Nacht Ferkel bekommen. Wir sind gestern Morgen in die Wiese gegangen zum Füttern und da kamen uns die Ferkel entgegen. Und weil wir die nicht in dieser Schlammwüste lassen wollen, haben wir die jetzt über Nacht erstmal auf unseren Viehanhänger gepackt. Da haben die jetzt die Nacht verbracht. Ganz gut, passte gut, alles trocken, warm. Wir haben eine Wärmelampe aufgehangen. Und jetzt kommt die Stine mit ihren Ferkeln hier in den Stall. Da hinten die Hütte. Hütte? Ja, aber es ist eine Hütte, haben wir gebaut, damit die Wärme nicht so entweicht, damit die sich wirklich da vernünftig einmummeln können. Und dann hat die zwei Bereiche, einmal hier vorne, hier wird dann auch gefüttert. Und da hinten zum Liegen haben die den Bereich unter dem Dach. So, und jetzt werden wir die Stine mal holen, dass die hier einziehen kann. Mädchen. Komm, Stine. Komm. Komm mal her. Komm. Geh. Komm. Komm. Stine. Da ist gut, da ist gut. Da ist gut. Komm, Stini. Komm her. Komm her, Stini, komm. Komm mit. Ja, komm mal mit. Na komm. Na komm. Komm hier, komm. Stini, komm her. Stinchen. Gib das Ferkel. Komm her, Stini, hier sind die Ferkel. Stine, komm her, hier sind sie. Da, guck. Da sind sie. So, Stine. Ist das gemütlich hier? Guck mal. Hallo. Hallo, Stine. Ist gut. Wir haben deine Ferkel einfach jetzt mit dir umgezogen hier in den Stall. Ist das schön hier? Schön hier. Alle da sind sie, guck mal. Alle da. Fein, Stinchen. Guck mal, alle Ferkel da. Na, Dini. So, alle Ferkel sind im Haus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ferkel sind im Haus. Hier ist schön. Ja, cool. So, dann geht's euch jetzt gut. Jetzt habt ihr es hier gemütlich. Warm unter der Lampe, Mama ist da, alles prima. So, guck mal, euch geht's gut, ne? Da ist die Mama. So, und da sind die Ferkel, oh, alle sieben. Ja, Mama. Mama ist alles gut. Guck mal, da sind die. Ja, die lässt uns an ihre Ferkel. Die ist ganz lieb, ist überhaupt nicht aggressiv. Die kümmert sich ganz toll, sind alle da. Ja, und die haben es hier warm, ne, Mama? Ja, da haben sich die Ereignisse ja mal richtig überschlagen, gestern und heute. Also die Stine hat in der Hütte
ihre Ferkel bekommen. In der Hütte ist alles trocken. Wir sind da auch drin gewesen, haben nach dem Rechten geguckt. Also da hat die richtig schön ihre Ferkel bekommen. War auch warm genug. Die Ferkel haben es auch gut überstanden. Die sind jetzt raus. Wir mussten dann gestern Nachmittag hier den Zaun auseinandernehmen, weil die Stine nicht durch diesen Modder laufen wollte. Das sieht jetzt besser aus, als es ist. Das ist oberflächlich gefroren. Wir haben dann hier in der Tat einfach mal den Zaun rausgemacht, eben rausgeschraubt und haben die Stine dann hier durch den Gang Richtung Anhänger laufen lassen. Das Schöne ist ja, die läuft ja mit Diana einfach mit. Diana geht vor, ruft die zweimal und dann ist die Stine auf dem Anhänger gewesen. Die Ferkel haben wir dann einzeln draufgetragen. Ja, ganz süße Ferkel, alle putzmunter. Hier sieht man jetzt, das ist ja die Überdachung für die neuen Schweineställe. Es wird trocken. Die Wand ist schon abgetrocknet. Und da hinten ist jetzt das erste Mal richtig vernünftige Erde. Ich hoffe, dass die Kleinen hier nochmal richtig Gas geben und die Bude nochmal auf links drehen. Da hinten wird es auch schon immer besser. Es läuft ja auch kein Wasser mehr nach. Ja, und jetzt ist die Stine aus ihrem Drecksloch schon mal raus. Hier ging es dann durch. Hier ist sie dann schön rumgelaufen. Und dann hat hier der Anhänger gestanden und zack, war die Stine verladen. Hallo Stine. So, die Stine ist jetzt im ehemaligen Schafstall. Wir haben es jetzt alles richtig zugemacht, damit das Ferkel sicher ist und die nicht abhauen können. Ne, Mäuschen? So. Und jetzt hat die hier richtig schön ihr Reich für sich. Die Kleinen bleiben im Häuschen in der Hütte. Ja, da gehe ich jetzt nicht nochmal rein, das habt ihr ja schon gesehen. Aber das ist was für die Mama. Ihre Ferkel sind vernünftig untergebracht, die haben es warm. Mama hat vorhin auch schon drin gelegen und die gesäugt. Jo, weg ist sie. Also Stall angenommen, Hütte angenommen, alles prima. Dann können wir jetzt auch endlich wieder ruhig schlafen, weil wir jetzt genau wissen, die ist vernünftig untergebracht, der geht's gut. Die ist trocken und ordentlich hier im Stall. Dann können wir drüben weitermachen. Jetzt müssen die Kleinen nur noch mal sehen, dass sie ein bisschen fertig werden mit Umgraben, dass es trocken wird und dann können die alle wieder in ihre Ställe. Aber das ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt haben wir erstmal zwei Tage hier Chaos gehabt und alles umgedreht, damit die Ferkel vernünftig untergebracht waren. Und zum guten Schluss heute noch was Neues von den Rindern. Wir haben gestern eine Futterraufe bestellt, damit wir die Anhängergeschichte jetzt mal ja, wieder beerdigen können. Man sieht ja jetzt hier, wie viele Futterverluste wir haben. Die nehmen also den Ballen regelrecht auseinander, verteilen das großzügig auf der Erde. Das ist überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Wir hatten zwar gehofft, dass das mit dem Anhänger besser funktioniert, aber das war mal nichts. Es funktioniert zwar, die müssen nicht von der Erde fressen und das Futter liegt auch nicht im Dreck, aber trotz alledem ist das ja so keine Dauerlösung. Wir haben jetzt eine vernünftige Raufe bestellt, wo wir einen großen Siloballen reinpacken können. Die Raufe können wir mit dem Trecker bewegen und vor allem das Beste ist, in der Raufe ist eine Seite mit Fressfanggittern versehen. Das heißt, wir können im Notfall die Rinder auch mal in der Raufe festmachen, damit die im Sommer nicht jedes Mal, wenn der Tierarzt da mal dran sollte, in den Stall müssen. So können wir die dann halt in der Wiese festsetzen. Ja, und dann ist Ruhe. Ja, sind jetzt da hinten. Die haben genug gefressen. Ja, und dann warten wir auf den Frühling, weil Wiese ist halt ja nun nicht mehr. Ist ja mehr ein Acker. Aber es wird. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Zumindest ein schönes Restwochenende. Die Rinder gehen ein bisschen spazieren. Ich gehe jetzt ins Haus, für heute ist Feierabend. Die Schweine sind untergebracht, den Rindern geht's gut. Jetzt geht es bei den Hühnern weiter, die brauchen ein neues Dach auf dem Stall. Ja, wird nie langweilig. Also, schönen Sonntag. Tschüss.